Eine 47-Jährige verursachte am Montag gegen 15.30 Uhr einen Verkehrsunfall im Mülsener Ortsteil Turm. Sie befuhr mit ihrem Pkw Fiat die Gewerbestraße aus Richtung Krossen und wollte nach links in Richtung Turm abbiegen. Dabei stieß sie mit einem vorfahrtsberechtigten VW zusammen. Der Polo kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Bei dem Crash wurden die Fiat-Fahrerin, der 21-jährige Polofahrer und dessen 20-jährige Beifahrerin verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 5.500 Euro. Der Verkehr wurde durch die Polizei an der Unfallstelle vorbeigeleitet.